Hey ho, willkommen beim Otto Samurai. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. In diesem Video geht es um das Structure Deck Cyber Strike. Ich habe mir drei Stück davon geholt, um euch zu zeigen, ob man aus drei Structure Decks ein gutes, vernünftiges Deck bauen kann, womit man wieder mit dem Spiel anfangen könnte oder wenn man eben nicht so viel Geld hat, ob das ausreicht, um daraus ein gutes Deck eben zu bauen. So, heute in diesem Video geht es darum, dass ich eins der drei öffne, mach mal ein Opening, gucken uns die Karten an und gucken uns mal den Spielplan an. Und dann baue ich aus den dreien ein Deck. Mal gucken, was man da so draus bauen kann. Und nächste Woche stelle ich euch denn dieses Deck vor, welches ich mir denn daraus gebaut habe und trete gegen drei andere Decks an. Genau. So. Und als kleine Preview für morgen. Morgen am Montag gibt es ein Opening zu dem Display Dawn of Majesty. Genau. So. Gut, dann fangen wir mal an. Ich packe mal zwei zur Seite. Und wir öffnen jetzt das eine Pack und gucken uns dann mal an, welche Karten so drin sind und wie der Spielplan aussieht. Ja, dann gucken wir mal. So. Da halten wir den Spielplan. Und na, das andere will nicht raus. Na gut, dann machen wir mal hier unten auf. So, und hier haben wir einmal das Deck. So, das packe ich auch erstmal zur Seite. Gut, das Deck packe ich erstmal zur Seite und jetzt gucken wir uns mal den Spielplan an, wie er so aussieht. Ganz normaler Papierspielplan, so wie immer in den Structure of Starter Decks drinne. Ja, das wäre er. Ja, sieht doch ganz nett aus. Ganz cool. Genau. Ich überlege, ob ich das. Jawohl, ich lasse das mal so als Hintergrund liegen. Und dann öffnen wir einmal das Deck und gucken uns mal an, was wir so Schönes drin haben. Natürlich schön, wenn die Folie an der Hand kleben bleibt. So. Genau, dann hätten wir einmal Cyberfinsternis Chimäre. Einmal. Ne? Mischt doch nicht. Mal kurz die Hand wegnehmen. Cyberfinsternis Reich. Irgendwie mischte der Fokus nicht. So, einmal als Fusionsmonster hätten wir den Cyber-Enddrachen. Wer kennt ihn nicht? Gespielt von Zane. Von Yu-Gi-Oh! GX. Dann haben wir den Cyber-Finsternis Enddrache. Also die Finsternis-Version davon. Genau. Dann einmal kybernetischer Horizont. Cyberdrache Herz. Ah, jetzt so. So funktioniert's. Fusionsentsendung. Na? Irgendwie mit dem Fokus mischt es nicht. Da haben wir's, genau. Und hier eigentlich eine der besten Karten mit aus dem Structure Deck, unendliche Unbeständigkeit. Eine sehr schöne Handtrap und auch Trap an sich. Dank des Structure Decks auch sehr schön im Preis gesunken, wenn man sie sich nur so holen möchte. Ich habe sie nämlich noch nicht. Das war auch ein Grund, warum ich das geholt habe, das Structure Deck, aber natürlich, um euch das auch zu zeigen. So, dann haben wir einmal. Na komm.
anhänglicher Cyburn. Ja, der hat jetzt den Fokus natürlich direkt auf den. Ah, sehr schade. Na gut. Ja, einmal auf den Fokus auf den Cyberdrachen. Hier haben wir ihn. Dann den Cyberdrachen Nummer 2. Cyberdrachen Nummer 3. Cyberdrachen Nummer 4. Cyberdrache nächster. Schon wieder der Fokus nicht. Na, so geht's. Cyberdrachen Mark. Cyberleuchtturm. Cybertal. Cyberphönix. Cyberfinsternis Horn. Cyberfinsternis Hacke. Cyberfinsternis Knochen. Cyberfinsternis Kanone. Cyberfinsternis Klaue. Lengling. Okay. Oh, dann haben wir einmal Chizukiro, der sternzerstörende Kaiju. Auch eine sehr schöne Karte. Orochi, der Schlangotron Himmelsschlitzer. Oh, sehr schön, den wollte ich mir erst bestellen. Und dann ist mir eingefallen, dass er in dem Structure Deck auch drin ist. Dann haben wir Sturm Drogra. Dann die Zauberkarte Cyber Ewig. Cyber Reparatur Werkstatt. Ja, genau. Cyber Notfall. Cyberlast Fusion. Cyberfinsternis Einschlag. Gerade hat er den Fokus gehabt. Cyberfinsternis Inferno. Dann haben wir einmal die Zukunftsfusion. Fusionsmarke. Maschinenduplizierung. Begrenzer Entferner. Dann haben wir einmal Cyberfinsternis Invasion. Kybernetische Revolution. Ja, schade, dass man es jetzt nicht so erkennt. So, dann haben wir einmal die Kraftwand. Ruf der Gejagten. Palizurischer Kanadier. Kybernetischer Überfluss. Ja, genau. Eben war er da. So, dann kommen wir zu den Extra-Deck. Da haben wir einmal das Fusionsmonster Chimera-Trek-Überdrache. Dann haben wir Cyberfinsternis Dunkelheitsdrache. Ja. Sehen natürlich alle cool aus, die Monster. Denn einmal Cyberfinsternis Drache. Und nochmal zwei Zauberkarten. Einmal Kraftbündnis. Und Überlastfusion. Genau. So, denn natürlich noch ein paar Kärtchen so drinne. So, das war jetzt das Structure Deck an sich. Welche Karten so drin sind. Jetzt öffne ich die anderen beiden und packe immer mal und stelle mal ein Deck zusammen aus den dreien. Mal schauen, was ich da so rauskriege.
Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich bin dann mal jetzt fertig. Ich habe ein 40-Karten-Deck erstellt. Aus dem Structure-Deck. Ich werde euch jetzt das Main-Deck zuerst vorstellen und dann das Extra-Deck. Gut, dann fangen wir mit dem Main-Deck an. Also, ich spiele einmal den Cyberdrachen. Dann dreimal das Cyberdrachenmark. Dreimal Cyberfinsternis Kanone. Dreimal Cyberfinsternis Klaue. Zweimal Cyberfinsternis Chimäre. Sehr schön aus die Karte. Einmal Cyberdrache Herz. Einmal Cyberfinsternis Horn. Einmal Cyberfinsternis Knochen. Einmal Cyberfinsternis Zacke. Und einmal Anhängender Cyberum. Da will der Fokus nicht. Na gut. So, das waren jetzt die Monster. An der Stück 17 Monster. Jetzt geht es weiter mit den Zauberkarten. Dreimal Cyberfinsternis Reich. Na, jawohl. Zwei und drei. Dreimal kybernetischer Horizont. Fokus, da muss ich mir auch was noch einfallen lassen. So, dann dreimal Cybernotfall. Zweimal Kraftbündnis. Einmal Überlastfusion. Einmal Cyberfinsternis Inferno. Genau. So. Ich nehme mal ganz kurz die Monster weg. Pack die schon mal zur Seite. Die Zauberkarten kurz zur Seite. Und dann geht es weiter mit den Feinkarten. Dreimal unendliche Unbeständigkeit. Wer hat es erwartet? Dreimal Cyberfinsternis Invasion. Das Licht ist auch nicht so schön. So. Und dreimal Paläozoischer Kanadier. Und einmal kybernetischer Überfluss. Genau. Wir haben 17 Monsterkarten und 23 Zauber- und Fallenkarten. Das heißt, unser Main-Deck besteht aus 40 Karten. Jetzt kommen wir zum Extra-Deck. Das ist gefüllt mit 15 Karten. So viel wie maximal drin sein können. Und da hätten wir dann dreimal den Cybern Finsternis Enddrachen. Dreimal den Cyber-Enddrachen. Dreimal den Cyber-Finsternis-Drache. Dreimal den Cyber-Finsternis-Dunkelheitsdrache. Und dreimal den Chimeratec-Überdrache. So. So, das war jetzt die Deckvor. Das Deck, was ich mir draus gebaut habe, aus den drei Structure Decks. Und nächste Woche gibt es dann ein Video,
wo ich das Deck gegen drei Decks teste. Das wird dann je immer mit einem Duell sein. Und dann gucken wir uns mal an, wie es sich so schlägt. Und dann gibt es noch ein persönliches Fazit von mir. Und ja, ich freue mich drauf. Falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, einmal den Kanal bitte abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like wäre auch super. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einen Kommentar schreiben. Ich freue mich drauf, euch dann beim nächsten Mal wiederzusehen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wiedersehen!